Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Sie alle sind wie ich ein Homo sapiens, ein vernunftbegabtes Wesen. Das Leben, dieses Wunder unseres Universums, entstand vor 4 Milliarden Jahren. Der Mensch trat zum ersten Mal vor rund 200.000 Jahren auf. Und doch hat er es in dieser relativ kurzen Zeit geschafft, das Gleichgewicht der Natur zu gefährden. Die Geschichte, die wir erzählen, ist auch Ihre Geschichte, und jeder von Ihnen kann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Hier liegen unsere Ursprünge. Am Anfang war unser Planet nicht mehr als ein wütender Feuerball, eine Ansammlung von Staubpartikeln, wie es viele im Weltall gab. Aber auf ihm sollte ein Wunder entstehen, das Wunder des Lebens. Der Mensch ist nur ein Glied in der Kette von unzähligen Lebewesen, die im Laufe von 4 Milliarden Jahren auf der Erde existiert haben. Auch heute noch verändern Vulkane das Aussehen der Erde. Sie vermitteln uns noch einen Eindruck, wie unser Planet aussah, als er geboren wurde. Geschmolzenes Gestein, das aus den Tiefen emporgeschleudert wurde, Blasen warf, erstarrte, zerbarst, bevor es zur Ruhe kam. Der hier aus dem Inneren der Erde aufsteigt, vermittelt uns einen Eindruck von der Erdatmosphäre, wie sie am Anfang war. Eine Atmosphäre ohne Sauerstoff. Vielmehr stickiger Wasserdampf, voller Kohlendioxid, ein wahrer Glutofen. Die Erde wurde kälter. Der Dampf kondensierte zu gewaltigen Niederschlägen. In perfekter Entfernung von der Sonne, nicht zu weit und nicht zu nah, war es unserem Planeten möglich, das Wasser in seinem flüssigen Zustand zu erhalten. Das Wasser schuf Kanäle. Sie waren wie die Blutbahnen eines menschlichen Körpers, die Zweige eines Baumes. In diesen Kanälen floss der Lebenssaft, der das Wasser für die Erde war. Die Flüsse wuschen Mineralien aus den Felsen und transportierten sie in das Süßwasser der Ozeane. So erhielten diese ihr Salz. Woher kommen wir? Wo entstand der erste Funke des Lebens? Als wären sie durch einen Zeittunnel transportiert worden, existieren heute noch primitive Lebensformen in den heißesten Quellen unseres Planeten. Sie geben dem Wasser die Farben. Ihr Name: Archeen oder Urbakterien. Sie alle leben von der Erdwärme, bis auf die Cyanobakterien oder Blaualgen, Nur diese verfügen über die Möglichkeit, Sonnenenergie aufzunehmen und damit über die Fähigkeit zur Photosynthese. Sie sind die Vorfahren aller Pflanzenarten, die jemals existiert haben oder existieren. Diese winzigen Bakterien und ihre Milliarden von Nachfahren haben das Schicksal unseres Planeten wesentlich geprägt, denn sie haben seine Atmosphäre verändert. Was geschah jedoch mit dem Kohlenstoff, der die Atmosphäre vergiftet hatte? Er existiert immer noch, eingeschlossen in die Erdrinde. Hier gab es einmal ein Meer, das von Mikroorganismen bevölkert wurde. Durch den Kontakt mit dem Kohlenstoff der Atmosphäre, der im Wasser aufgelöst wurde, entwickelten sich ihre Außenhäute zu Schalen. Diese Gesteinsschichten sind die angehäuften Schalen dieser Abermilliarden von Muscheln. Sie banden den Kohlenstoff aus der Atmosphäre, sodass sich andere Lebensformen entwickeln konnten. Dieses Leben hat die Atmosphäre verändert. Pflanzen existieren durch die Energie der Sonne. Dadurch können sie das Wassermolekül aufbrechen und Sauerstoff freisetzen. Dieser Sauerstoff erfüllt die Luft. Der Kreislauf des Wassers ist ein Prozess ständiger Erneuerung. Wasserfälle, Wasserdampf, Wolken, Regen, Quellen, Flüsse, Meere, Ozeane, Gletscher. Dieser Kreislauf wird niemals unterbrochen. Die Wassermenge auf der Erde bleibt immer die gleiche. Alle aufeinander folgenden Arten haben das gleiche Wasser getrunken. Wasser ist ein erstaunlicher Stoff. Einer der wandelbarsten überhaupt. In seiner flüssigen Form, gasförmig als Dampf oder fest als Eis. In Sibirien kann man im Winter an den gefrorenen Oberflächen der Seen erkennen, welche gewaltigen Kräfte das Wasser entwickelt, wenn es friert. Leichter als Wasser schwimmt das Eis oben und bildet einen Schutzmantel gegen die Kälte, sodass das Leben im Wasser weitergehen kann. Lebens basiert auf gegenseitiger Abhängigkeit. Alles hängt zusammen. Nichts ist autark. Wasser und Luft sind untrennbar verbunden für das Leben auf der Erde. Unser Leben auf der Erde. Das Grün, das hier in der Ferne durch die Wolken scheint, ist die Quelle des Sauerstoffs in der Luft. 70% dieses Gases, ohne dass unsere Lungen nicht arbeiten können, kommt von den Algen, die den Oberflächen unserer Ozeane ihre Farbe geben. Das Leben auf unserer Erde beruht auf einem Gleichgewicht. Jedes Lebewesen spielt darin eine bestimmte Rolle und keines kann ohne die anderen existieren. Diese subtile, zerbrechliche Harmonie kann leicht erschüttert werden. Diese Korallen entstehen aus der Vermählung von Algen und Muscheln. Korallenriffe breiten sich auf weniger als 1% der Oberfläche unserer Ozeane aus. Sie sind jedoch Lebensraum für unzählige Arten, Fische, Weichtiere, Algen. Das Gleichgewicht eines jeden Ozeans hängt von ihnen ab. Die Geschichte unserer Erde erstreckt sich über Milliarden von Jahren. Es dauerte mehr als 4 Milliarden Jahre, bis die ersten Bäume wuchsen. In der unendlichen Vielfalt der Arten sind die Bäume eine Besonderheit. Sie sind perfekte, lebendige Skulpturen, die der Schwerkraft trotzen. Sie sind die einzige Naturerscheinung, die in ständigem Wachstum zum Himmel strebt. Ohne Eile wachsen sie der Sonne entgegen, die ihr Blattwerk nährt. Von den winzigen Blaualgen haben sie die Fähigkeit geerbt, die Energie des Lichts einzufangen. Sie speichern diese Energie, ernähren sich davon und verwandeln sie in Holz und Blätter, die dann wieder zerfallen in Wasser, Mineralien, pflanzliche und lebende Materie. So entstand nach und nach der Erdboden. In diesem Boden brodelt es von der ununterbrochenen Aktivität der Mikroorganismen, die fressen, graben, belüften, sich verwandeln. Sie schaffen den Humus, diese fruchtbare Bodenschicht, ohne die das Leben auf dem Festland undenkbar wäre. Was wissen wir über das Leben auf der Erde? Wie viele der existierenden Arten kennen wir? 1/10 oder 1/100? Was wissen wir über die oft unsichtbaren Bande, die sie miteinander verbinden? Die Erde ist ein Wunder und das Leben bleibt ein Mysterium. Familien tierischer Gattungen entstanden, durch Gewohnheiten und Rituale, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Im großen Abenteuer Leben auf der Erde spielt jede Art ihre eigene Rolle. Jede hat ihren Platz. Keine ist überflüssig oder schädlich. Gemeinsam bilden sie ein großes Gleichgewicht. An dieser Stelle der Geschichte betritt der Homo sapiens, das vernunftbegabte Wesen, die Bühne des Lebens. Nutznießer eines 4 Milliarden Jahre alten Erbes, das ihm die Erde schenkte. Er ist nur 200.000 Jahre alt, aber er verändert das Angesicht der Welt wie kein anderes Lebewesen. Obwohl er ein verletzliches Wesen ist, hat er Besitz von jedem Lebensraum ergriffen, Landstriche erobert wie keine Art vor ihm. Nachdem der Mensch 180.000 Jahre als Nomade gelebt hatte, wurde er sesshaft, begünstigt durch ein mildes Klima. Die Jagd war nicht mehr seine einzige Lebensgrundlage. Er suchte Orte, an denen es Wasser gab, Fisch, Wild und Pflanzen im Überfluss. Ein Dreiklang von Land, Wasser und Leben. Noch heute lebt die Mehrheit der Menschen an den Küsten der Kontinente, an Flüssen und Seen. Auf unserem Planeten lebt noch jeder vierte Mensch so wie unsere Vorfahren vor 6000 Jahren. Mit keinen anderen Energiequellen als den von der Natur angebotenen. Jahr für Jahr. 1,5 Milliarden Menschen. Mehr als alle Einwohner der reichen Nationen zusammengenommen. Aber die Lebenserwartung war niedrig und die schwere Arbeit forderte ihren Tribut. Die Unwägbarkeiten der Natur lasteten auf dem Alltag. Bildung war ein seltenes Privileg. Kinder waren das einzige Kapital der Familien, da sie zum Lebensunterhalt beitragen konnten. Eine Stärke des Menschen war es immer, sich seiner Schwäche bewusst zu sein. Von der Natur mit physischer Energie und Kraft nur unvollkommen ausgestattet, fand er diese in den Tieren, die ihm halfen, neue Gebiete zu entdecken. Aber wie soll man mit einem leeren Magen die Welt erobern? Mit dem Entstehen der Landwirtschaft begann ein neues Kapitel unserer Geschichte. Vor weniger als 10.000 Jahren. Die Landwirtschaft war unsere erste große Revolution. Zum ersten Mal wurde mehr produziert, als zum Überleben notwendig war. Städte und Zivilisationen konnten entstehen. Die Erinnerung an Tausende von Jahren der mühseligen Nahrungssuche verblasste. Der Mensch züchtete neue Getreidesorten und lernte, sie an Boden und Klima anzupassen. Denn wie alle anderen Arten müssen wir jeden Tag für unsere Nahrung sorgen. Ist der Boden weniger fruchtbar und das Wasser knapp, können wir vielfältige Anstrengungen unternehmen, um doch von diesem Boden zu leben. Die Menschen haben das Land mit der Geduld und der Demut umgestaltet, die die Erde verdient. Immer und immer wieder, fast wie ein heiliges Ritual. Noch heute arbeiten die meisten Menschen in der Landwirtschaft, weltweit. Die Hälfte der Menschheit bestellt das Land, 3/4 von ihnen mit der Hand. Von Generation zu Generation wird das in mühevoller Arbeit erworbene Wissen weitergegeben, im Angesicht der Mühen und des vergossenen Schweißes. Die Landwirtschaft ist Voraussetzung für das Überleben der Menschheit. Lange Zeit war der Mensch auf seine Muskelkraft angewiesen, bis es ihm gelang, die im Inneren der Erde verborgene Energie anzuzapfen. Diese Flammen entstehen auch aus Pflanzen. Kleine Sonnen. Reine Energie, Sonnenenergie, über Millionen von Jahren von Millionen Pflanzen gespeichert. Vor mehr als 100 Millionen Jahren geworden zu Kohle, Gas und vor allem Erdöl. Diese kleinen Sonnen befreiten die Menschen von den größten Mühen der Feldarbeit. Mit dem Öl begann das Zeitalter, in dem sich der Mensch von den Fesseln der Zeit befreite. Das Öl brachte einigen von uns ungeahnten Komfort. Wir haben in 50 Jahren nicht einmal die Spanne eines Menschenlebens, die Erde radikaler verändert als alle Generationen vor uns. Schneller und immer schneller. In den vergangenen 60 Jahren hat sich die Erdbevölkerung verdoppelt. Mehr als 2 Milliarden Menschen zogen in Städte. Schneller und immer schneller. Shenzhen, China, Hunderte von Wolkenkratzern, 12 Millionen Einwohner, vor 40 Jahren ein kleines Fischerdorf. Schneller und immer schneller. Shanghai, 3000 Bürotürme und Wolkenkratzer, gebaut in 20 Jahren. Hunderte befinden sich im Bau. Mehr als die Hälfte der 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten lebt in Städten. New York, die erste Megacity. Die Stadt ist das Symbol für die Nutzung der Energiequellen der Erde durch menschlichen Erfindergeist. Die Arbeitskraft von Millionen Einwanderern, die Energie der Kohle, die grenzenlose Kraft des Erdöls. Die Elektrizität führte zur Erfindung des Fahrstuhls, die den Bau von Wolkenkratzern ermöglichte. New York steht heute an 16. Stelle in der Welt, was die Wirtschaftskraft betrifft. In den USA nutzte man zuerst die phänomenale, revolutionäre Kraft des schwarzen Goldes. Auf den Feldern ersetzten Maschinen die Menschen. 1 Liter Erdöl liefert so viel Energie wie 100 Paar Hände in 24 Stunden. Aber weltweit verfügen nur 3% der Bauern über einen Traktor. Und doch prägen sie das Bild unseres Planeten. In den USA gibt es nur noch 3 Millionen Farmer. Sie produzieren Getreide für 2 Milliarden Menschen. Aber der Großteil des Getreides dient nicht der Ernährung der Menschen. In den USA und den anderen Industrienationen wird es zu Viehfutter oder Biotreibstoff. Die Energie der kleinen Sonnen verjagte das Schreckgespenst der Dürre. Heute bleibt keine Quelle unentdeckt. Die Landwirtschaft ist für 70% des Wasserverbrauchs der Menschheit verantwortlich. Alles in der Natur ist miteinander verbunden. Die Ausbreitung des Kulturlandes und der Monokulturen förderte die Entwicklung von Schädlingen. Pestizide sollten sie vernichten, auch ein Geschenk der petrochemischen Revolution. Missernten und Hungersnöte sind nur noch blasse Erinnerungen. Mehr Kopfschmerzen bereitet heute der Umgang mit der Überproduktion der modernen Landwirtschaft. Jedoch die Pestizide verbreiteten sich in die Luft, den Boden, die Pflanzen, die Tiere, die Flüsse, die Ozeane. Sie drangen in das Herz der Zellen ein und können dort zu genetischen Veränderungen führen. Sind sie schädlich für den Menschen, den sie doch vom Hunger befreit haben? Diese Farmer in ihren gelben Schutzanzügen wissen es vielleicht. Dann kamen die Düngemittel. Noch eine petrochemische Erfindung. Durch sie wurden unvorstellbare Erträge auf Flächen möglich, die vorher nicht nutzbar waren. Getreidearten, die dem Boden und dem Klima angepasst waren, ermöglichten hohe Erträge und unkomplizierten Transport. So wurden in nur 100 Jahren 3/4 aller in Jahrtausenden gezüchteten Getreidearten ausgelöscht. Soweit das Auge reicht, Dünger in der Erde und Plastik darüber. Die Gewächshäuser von Almeria, Europas größter Gemüsegarten. Eine Stadt aus einheitlich großem Gemüse wartet jeden Tag auf hunderte LKW, die es in die Supermärkte unseres Kontinents transportieren. Je höher entwickelt ein Land ist, desto mehr Fleisch verbrauchen seine Einwohner. Wie kann der weltweite Bedarf befriedigt werden, ohne riesige gefängnisgleiche Viehfarmen? Schneller und immer schneller. Die künstlich beschleunigte Fleischproduktion ist heute Alltagsgeschäft. In diesen riesigen Umzäunungen mit Millionen von Rindern wächst kein Grashalm. Eine Armada von LKW aus allen Ecken des Landes bringt Tonnen Futtergetreide, Sojamehl und proteinreiches Granulat. Das alles wird zu Tonnen von Fleisch. Das Ergebnis: Zur Produktion von 1 Kilogramm Kartoffeln braucht man 100 Liter Wasser. 1 Kilo Reis 4000 Liter. 1 Kilo Rindfleisch 13.000. Dazu kommt das Erdöl, das in der Produktion und dem Transport förmlich verschluckt wird. Unsere Landwirtschaft wird vom Erdöl dominiert. Sie kann heute mehr Menschen ernähren, hat aber die Vielfalt durch Standardisierung ersetzt. Sie bietet uns heute Annehmlichkeiten, von denen wir einst träumten. Aber sie macht unser Leben vom Öl abhängig. Vollständig. Das ist das neue Zeitmaß. Unsere Weltuhr tickt im Rhythmus dieser unermüdlichen Maschinen, die unsere Energiequellen anzapfen. Der ganze Planet hört diese Metronome unserer Hoffnungen und Illusionen. Es sind die Hoffnungen und Illusionen, die unsere Bedürfnisse wuchern lassen, die unersättliche Wünsche schaffen und Verschwendung. Wir wissen vom nahen Ende des billigen Öls, aber wir weigern uns, es zu glauben. Für viele von uns verkörpert ein legendärer Name den amerikanischen Traum: Los Angeles. In dieser Stadt, die sich über mehr als 100 Kilometer ausdehnt, gibt es fast so viele Autos wie Einwohner. Hier liefert die Energie jede Nacht eine fantastische Show. Die Tage scheinen nur eine blasse Reflexion der Nächte zu sein, die die Stadt in einen von Sternen übersäten Himmel verwandeln. Schneller und immer schneller. Entfernungen werden nicht mehr in Meilen gemessen, sondern in Minuten. Das Auto beherrscht die Vorstädte, in denen jede Familie ihr eigenes Heim hat, wo gepflegte Hausreihen in Sackgassen enden. Dieses Modell wurde für viele zum großen Traum und wird vom Fernsehen in der ganzen Welt gepredigt. Selbst in Peking haben diese standardisierten Häuser die Pagoden verdrängt. Das Auto ist zum Symbol für Luxus und Fortschritt geworden. Würde jede Gesellschaft diesem Modell folgen, gäbe es auf der Erde nicht wie heute 900 Millionen Fahrzeuge, sondern 5 Milliarden. Schneller und immer schneller. Je schneller die Entwicklung voranschreitet, desto größer wird der Bedarf an Energie. Überall graben Maschinen und entreißen der Erde die Rohstoffe, die seit ihrer Entstehung in den Tiefen verborgen waren. Die Vorherrschaft über die Energie erlaubt es 20% der Weltbevölkerung, 80% dieser Schätze zu verbrauchen. Noch vor Ablauf dieses Jahrhunderts wird dieser extensive Abbau die Ressourcen der Erde erschöpft haben. Schneller und immer schneller. Werften produzieren Supertanker, Containerschiffe und Gastanker, um den Bedarf der globalisierten Industrie zu befriedigen. Die meisten Konsumwaren reisen tausende Kilometer vom Land ihrer Herstellung zum Land ihres Konsums. Seit 1950 ist der internationale Handel um das 20-fache angewachsen. Über 90% der Waren werden verschifft. 500 Millionen Container werden jedes Jahr transportiert zu den Orten des exzessiven Konsums, wie Dubai. Dubai ist eine der größten Baustellen der Welt geworden. Ein Land, in dem das Unmögliche möglich wird, wie künstliche Inseln im Meer. Dank des Erdöls konnte Dubai 30 Jahre lang Energie verkaufen. Energie hat es zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht. Das Öl wird verschwinden, aber der Wohlstand bleibt. Dubai kann Millionen Tonnen an Material und Arbeiter aus der ganzen Welt importieren, um die höchsten Wolkenkratzer zu bauen. Dubai hat kein Ackerland, aber es kann Lebensmittel importieren. Dubai hat kein Wasser, aber es kann ungeheure Mengen an Energie aufwenden, um Meerwasser zu entsalzen. Dubai hat immer Sonne, aber keine Solaranlagen. Diese Symbole der Moderne versetzen die Welt immer noch in Erstaunen. Übertreibungen? Dubai ist ein Magnet für das Geld dieser Welt, mit dem neue Profite erzeugt werden sollen, jenseits des Öls. Es scheint keinen unnatürlicheren Ort zu geben als Dubai, obwohl kein Ort der Welt mehr von der Natur abhängt. Dubai ist das westliche Modell auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung. Wir haben nicht begriffen, dass wir verschwenden, was die Natur uns gibt. Die Tiefen der Ozeane sind für uns immer noch voller Geheimnisse. Hier leben Tausende von Arten, die für uns ein Mysterium sind. Seit 1950 hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Aber es wird 5-mal mehr Fisch gefangen. 100 Millionen Tonnen statt 18. Tausende von Fabrikschiffen plündern die Weltmeere. 3/4 der Fischfanggründe sind erschöpft, leer gefischt oder stehen kurz davor. Die meisten der großen Fischarten gibt es nicht mehr, denn sie hatten keine Zeit, sich zu reproduzieren. Wir zerstören den Kreislauf eines Lebens, der uns geschenkt wurde. Wird das gegenwärtige Tempo beibehalten, werden wir 2050 alle Fischbestände vernichtet haben. Aber für ein 1/5 der Menschheit ist Fisch ein Grundnahrungsmittel. Wir haben vergessen, dass die Ressourcen der Erde ein knappes Gut sind. 500 Millionen Menschen leben in Wüstenlandschaften. Mehr als die Gesamtbevölkerung Europas. Sie wissen den Wert des Wassers zu schätzen, wie man sparsam mit ihm umgeht. Sie sind von unterirdischen Quellen abhängig, die von fossilem Wasser gespeist werden, das sich sammelte, als es in diesen Wüsten noch regnete, vor 25.000 Jahren. Dieses fossile Wasser macht es möglich, dass in der Wüste geerntet werden kann. Nahrung für die dort lebenden Menschen. Die kreisförmige Anlage der Felder entstand durch die Bewässerungssysteme, die um einen zentralen Punkt angelegt wurden. Der Preis dafür ist hoch. Fossiles Wasser ist ein nicht erneuerbarer Rohstoff. In Saudi-Arabien ist der Traum von der industriellen Landwirtschaft ausgeträumt. Die hellen Flecken in diesem Flickenteppich sind aufgegebene Flächen. Die Bewässerungsanlagen existieren noch, aber die fossilen Wasserspeicher sind leer gepumpt. In Israel wurde Wüste in fruchtbares Land verwandelt. Obwohl diese Treibhäuser sparsam bewässert werden, steigt der Verbrauch mit dem wachsenden Export. Der einst gewaltige Jordan ist heute nur noch ein Rinnsal. Sein Wasser floss in die Supermärkte der Welt in Form von Gemüse- und Obstkisten. Der Jordan ist jedoch kein Einzelfall. Überall auf unserem Planeten schafft es jeder 10. große Fluss in den warmen Jahreszeiten nicht bis zum Meer. Ohne den Zufluss aus dem Jordan sinkt der Wasserspiegel des Toten Meeres jedes Jahr um 1 Meter. Droht das Land zu werden, welches in diesem Jahrhundert am stärksten vom Wassermangel betroffen ist. Nur durch massive Bewässerung konnte die wachsende Bevölkerung ernährt werden. In den vergangenen 50 Jahren wurden 21 Millionen Brunnen gegraben. In vielen Teilen des Landes müssen die Bohrer immer tiefer in die Erde vordringen. Im Westen Indiens sind 30% der Brunnen versiegt. Die unterirdischen Speicher trocknen aus. Viele Grundwasserspeicher werden durch die Monsunregen wieder aufgefüllt. In der Trockenzeit graben die Frauen mit einfachstem Werkzeug und bloßen Händen nach Wasser. Tausende Kilometer davon entfernt verbraucht ein Mensch am Tag 800 bis 1000 Liter Wasser. Las Vegas wurde in die Wüste gebaut. Hier lebten 2007 fast 2 Millionen Menschen. Und jeden Monat kommen Tausende dazu. Die Einwohner von Las Vegas gehören zu den größten Wasserkonsumenten auf unserer Erde. Auch Palm Springs ist eine solche Wüstenstadt mit tropischer Vegetation und sattgrünen Golfplätzen. Wie lange soll das gut gehen? Die Erde kann das nicht länger verkraften. Der Colorado River, der diese Städte mit Wasser versorgt, gehört zu den Flüssen, die das Meer nicht mehr erreichen. Die Wasserspiegel der Seen in seinem Einzugsgebiet sinken dramatisch. Bis 2025 werden fast 2 Milliarden Menschen unter Wassermangel zu leiden haben. Feuchtgebiete machen 6% der Oberfläche unseres Planeten aus. Unter ihrer Oberfläche sind wahre Fabriken ständig in Betrieb. Pflanzen und Mikroorganismen filtern ausdauernd und geduldig das Wasser und versuchen, die Umweltverschmutzung zu verarbeiten. Diese Feuchtgebiete sind Milieus, die für die Regeneration und die Reinigung des Wassers unerlässlich sind. Sie sind wie Schwämme, die den Lauf des Wassers regulieren. Sie saugen es während der Regenzeit auf und geben es in Zeiten der Trockenheit wieder frei. unseren Bemühungen, mehr Land zu erobern, haben wir sie zu Weiden für unser Vieh gemacht oder zu Ackerland oder zu Baugrund. Im vergangenen Jahrhundert ist die Hälfte der Feuchtgebiete trockengelegt worden. Wir respektieren weder ihren Reichtum noch ihre Bedeutung. Jede lebende Materie ist mit jeder anderen verbunden. Wasser, Luft, Erde, Bäume. Die Wunder der Erde liegen vor unseren Augen. Die Bäume geben das Grundwasser als feuchten Nebel an die Atmosphäre zurück. Bäume bilden einen Baldachin, der die Wirkung schwerer Regenfälle mildert. Wälder schenken uns die Feuchtigkeit, die für das Leben unentbehrlich ist. Sie speichern Kohlenstoff, mehr als in der Erdatmosphäre vorhanden ist. Sie sind die Stützpfeiler des Klimagleichgewichts, von dem wir alle abhängen. Die Bäume der Urwälder beherbergen 3/4 aller Arten auf unserem Planeten. Fast alles Leben auf unserer Erde. Diese Wälder sind unsere Medizin. Unsere Körper erkennen die Substanzen, die sie abgeben. Unsere Zellen sprechen die gleiche Sprache. Wir gehören zu einer Familie. Aber in kaum 40 Jahren ist der größte Regenwald der Erde, der des Amazonas, um 20% geschrumpft. Er musste Platz machen für Viehweiden und Sojabohnenfarmen. 95% der Sojabohnen werden zu Viehfutter für Europa und Asien. Noch vor 20 Jahren war Borneo, die viertgrößte Insel der Welt, von einem reichen Regenwald bedeckt. Geht die Vernichtung des Waldes im gleichen Tempo weiter, wird es ihn in 10 Jahren nicht mehr geben. Unser Leben ist ein Zusammenspiel aus Wasser, Luft, Erde und der Sonne. Auf Borneo wurde dieses Zusammenspiel zerstört, in einem Gebiet mit der größten Artenvielfalt. Diese Katastrophe verdanken wir der Entscheidung, Palmöl herzustellen. Palmöl von Borneo gehört zu den am meisten verwendeten in der Welt. Wir nutzen Palmöl nicht nur für unseren wachsenden Bedarf an Nahrung, sondern auch für Waschmittel und immer mehr für alternative Treibstoffe. Die Vielfalt des Waldes wurde durch eine Monokultur abgelöst, die Ölpalme. Für die Einwohner entstehen Arbeitsplätze in einer landwirtschaftlichen Industrie. Noch ein Beispiel für die Vernichtung des Waldes, der Eukalyptusbaum. Eukalyptus wird zu Zellstoff verarbeitet. Die Plantagen werden immer größer, denn der Bedarf hat sich in 50 Jahren verfünffacht. Eine solche Monokultur kann einen alten Wald nicht ersetzen. Unter diesen Bäumen wächst nichts, denn die Eukalyptusblätter bilden für viele Pflanzen ein vergiftetes Bett. Die Bäume wachsen schnell und verbrauchen die Wasservorräte. Sojabohnen, Palmöl, Eukalyptusbäume. Die Entwaldung vernichtet das Notwendige, um Überfluss zu produzieren. An anderen Orten ist die Vernichtung des Waldes ein letztes Mittel im Überlebenskampf. In Haiti, einem der ärmsten Länder, ist Holzkohle eine wichtige Handelsware. Mehr als 2 Milliarden Menschen, fast ein Drittel der Weltbevölkerung, ist von Holzkohle abhängig. Haiti, einst die Perle der Karibik, kann seine Menschen ohne fremde Hilfe nicht mehr ernähren. Nur 2% des Waldes haben in den Bergen Haitis überlebt. Regenfälle spülen den Boden von den nackten Hügeln ins Meer. Was an Boden bleibt, ist landwirtschaftlich immer weniger nutzbar. Auf Madagaskar ist der Schaden unumkehrbar. In den Hängen klaffen tiefe Risse, oft 100 Meter breit. Der empfindliche Boden wird von lebender Materie produziert. Durch die Erosion verschwindet die dünne Schicht Humus, die in Jahrtausenden entstanden ist. Die Osterinsel. Eine Theorie zur Geschichte ihrer Ureinwohner sollte uns nachdenklich machen. Auf dieser einsamsten Insel der Welt beuteten die Bewohner wahrscheinlich ab dem 13. Jahrhundert die Rohstoffe aus, bis es nichts mehr auszubeuten gab. Ihre Zivilisation konnte nicht überleben. Auf diesem Land standen einst die höchsten Palmen der Erde. Sie sind verschwunden. Die Ureinwohner haben sie gefällt. Sie brauchten Bauholz und sahen sich einer verheerenden Bodenerosion ausgesetzt. Bald war kein Fischfang mehr möglich, denn es gab keine Bäume, um Boote zu bauen. Und doch war diese Zivilisation eine der bemerkenswertesten im pazifischen Raum. Sie waren einfallsreiche Bauern, großartige Bildhauer, exzellente Seefahrer und konnten nicht überleben. Überbevölkerung und schwindende Rohstoffe ließen ihnen keine Chance. Das wirkliche Mysterium der Osterinsel ist nicht, wie diese seltsamen Statuen entstanden, sondern weshalb diese Gesellschaft nicht rechtzeitig reagierte. So endete sie in sozialen Unruhen, Aufständen und Hungersnöten. Nur wenige Überlebende entkamen dieser Katastrophe. Gehen wir einem ähnlichen Schicksal entgegen? Warum ziehen wir keine Lehren aus unserer Geschichte? Seit 1950 hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Seit 1950 haben wir unsere Insel, die Erde, dramatischer verändert als in 200.000 Jahren Geschichte zuvor. Nigeria ist der größte Erdölexporteur Afrikas, aber 70% der Bevölkerung leben in Armut. Der Reichtum ist vorhanden, aber die Menschen haben keinen Zugang. So ist es überall auf dem Globus. Die Hälfte der Armen leben in rohstoffreichen Ländern. Der Weg, den wir gehen, bringt nicht die Verheißung, die wir uns versprochen hatten. In den letzten 50 Jahren wurde die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Heute befindet sich die Hälfte des Vermögens weltweit in den Händen von 2% der Bevölkerung. Kann diese Ungleichheit Bestand haben? Sie ist die Ursache für Bevölkerungswanderungen, deren Größenordnungen wir noch nicht begriffen haben. Lagos hatte 1960 700.000 Einwohner. 2025 werden es 16 Millionen sein. Lagos ist eine der am schnellsten wachsenden Megacities. Die Zuwanderer sind meist Bauern, die aus ökonomischen oder demografischen Gründen ihr Land verlassen mussten. Wir haben hier eine völlig neue Form städtischen Wachstums, dessen Ursache Armut ist und nicht das Streben nach Wohlstand. Woche für Woche wachsen die Stadtbevölkerungen weltweit um mehr als 1 Million Menschen. Jeder 6. Mensch lebt heute in einer unsicheren, ungesunden, überbevölkerten Umgebung, ohne Zugang zu Wasser, sanitären Anlagen oder Elektrizität. Hunger breitet sich wieder aus. Fast 1 Milliarde Menschen sind betroffen. Überall auf unserem Planeten durchwühlen die Ärmsten der Armen in ihrem Überlebenskampf Müllkippen, während wir nach Rohstoffen graben, ohne die wir nicht mehr leben können. Immer weiter dringen wir in bisher unberührte Gebiete vor, in denen der Abbau immer komplizierter wird. Doch wir ändern unser Lebensmodell nicht. Es gibt kein Erdöl mehr, dann gewinnen wir es aus dem Teersand der kanadischen Tundra. Die größten Trucks der Welt transportieren tausende Tonnen Sand. Der Sand wird erhitzt, um das Bitumen vom Sand zu trennen. Millionen Kubikmeter Wasser sind dafür nötig, unvorstellbare Mengen Energie. Die Folgen für die Umwelt sind katastrophal. Es scheint nichts Wichtigeres zu geben, als auch die kleinsten Energiereserven zu verbrauchen. Das Ende der Erdölförderung wird unser Leben bestimmen. Die Ausrichtung auf ein einziges Lebensmodell mit einem einzigen gültigen Lebensprinzip bringt uns dazu, unsere Ressourcen zu verschwenden und unsere Umwelt zu zerstören. Unsere Öltanker werden immer größer, unsere Maschinen immer monströser. Unser Bedarf an Energie steigt ständig. Wir heizen das Wachstum an wie einen unersättlichen Motor, der immer mehr Benzin braucht. Dabei geht es immer um Kohlenstoff. In wenigen Jahrzehnten werden wir das Kohlendioxid, das die Natur im Laufe von Jahrmillionen für uns gebunden hat, sodass sich Leben entwickeln konnte, zurück in eine aufgewärmte Atmosphäre gepumpt haben. Ein Schiff hätte vor wenigen Jahren hier noch nicht fahren können. Transport, Industrie, Waldvernichtung, Landwirtschaft. Unsere Aktivitäten setzen gigantische Mengen Kohlendioxid frei. Molekül für Molekül zerstören wir scheinbar blind das klimatische Gleichgewicht der Erde. Alle Augen richten sich auf die beiden Pole. Hier werden die Auswirkungen der globalen Erwärmung am deutlichsten sichtbar. Alles geschieht schnell, sehr schnell. Die Nordwestpassage, die den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean über das Nordpolarmeer verbindet, wird frei. Das arktische Eis schmilzt. Durch die globale Erwärmung hat das arktische Eis 40% seiner Masse verloren. In nur 40 Jahren, Sommer für Sommer, schrumpft es. Es könnte bis 2030 verschwunden sein. Manche sagen schon 2015. Die Sonnenstrahlen, die früher von der Eisfläche reflektiert wurden, dringen in das kalte Wasser ein und erwärmen es. Der Erwärmungsprozess gewinnt an Tempo. Dieses Eis ist das Gedächtnis unseres Planeten. Eine derart hohe Kohlendioxidkonzentration hat es seit Hunderttausenden von Jahren nicht gegeben. Noch nie hat die Menschheit in einer Atmosphäre wie dieser leben müssen. Gefährdet die hemmungslose Ausbeutung unserer Ressourcen aller Arten? Der Klimawandel legt diesen Gedanken nahe. In der Mitte des 21. Jahrhunderts könnte die Hälfte aller Arten vom Aussterben bedroht sein. In den Polarregionen ist das Gleichgewicht der Natur bereits gestört. Am Nordpol ist die Eisschicht in 30 Jahren um 30% geschrumpft. Weil es in Grönland immer wärmer wird, ergießt sich das Süßwasser eines ganzen Kontinents in das Salzwasser der Ozeane. Das Eis Grönlands bindet 20% des Süßwassers der Erde. Wenn es schmilzt, werden die Pegel der Meere um bis zu 7 Meter steigen. Hier gibt es keine Industrie. Grönlands Eis leidet unter den Treibhausgasen, die an anderen Orten in die Luft geblasen werden. Unser Ökosystem kennt keine Landesgrenzen. Wo immer wir auch sind, hat unsere Tätigkeit Auswirkungen auf die ganze Erde. Die Atmosphäre unseres Planeten ist ein unteilbares Ganzes. Sie ist ein Gut, das allen gehört. An Grönlands Oberfläche erscheinen Seen in der Landschaft. Die Eisschicht schmilzt mit einer Geschwindigkeit, die selbst pessimistischste Wissenschaftler sich vor 10 Jahren nicht vorstellen konnten. Immer mehr dieser von Gletschern gespeisten Flüsse fließen zusammen und brechen zur Oberfläche durch. Man glaubte bislang, dass das Wasser in den Tiefen des Eises gefrieren würde. Es fließt jedoch unter dem Eis und transportiert Eisplatten ins offene Meer, wo sie zu Eisbergen zerbrechen. Weil das Süßwasser des Grönland-Packeises in das Salzwasser der Ozeane fließt, sind tiefgelegene Gebiete auf der ganzen Erde gefährdet. Die Meeresspiegel steigen. Im 20. Jahrhundert um 20 Zentimeter. Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird. Die Systeme werden instabil. Korallenriffe sind äußerst anfällig, schon bei leichtesten Veränderungen der Wassertemperatur. 30% der Riffe sind schon verschwunden. Sie sind ein unersetzbares Glied in der Kette der Arten. In der Atmosphäre verändern die wichtigsten Luftströme ihre Richtung. Regenzyklen ändern sich. Die geografische Klimakarte nimmt ein anderes Aussehen an. Die Bewohner tiefgelegener Inseln, wie hier auf den Malediven, sind am stärksten gefährdet. Ihre Zukunftsängste wachsen. Die Bewohner suchen schon nach neuen, für den Menschen besser geeigneten Orten. Was wird aus den großen Städten wie Tokio, der bevölkerungsreichsten Stadt der Welt, wenn die Meeresspiegel immer schneller steigen? Die Prognosen der Wissenschaftler werden mit jedem Jahr alarmierender. 70% der Weltbevölkerung leben in Küstengebieten. 11 der 15 größten Städte liegen an Küsten oder Flussmündungen. Wenn die Meeresspiegel steigen, wird Salzwasser in das Grundwasser eindringen und die Trinkwasserversorgung erschweren. Migrationsprobleme sind unvermeidlich. Unsicher ist nur ihre Größenordnung. Afrika. Der Kilimandscharo hat sein Aussehen verändert. Er hat 80% seiner Gletscher verloren. Im Sommer sind die Flüsse ausgetrocknet. Die Einwohner leiden unter dem Wassermangel. Selbst auf den höchsten Gipfeln im Herzen des Himalaya gehen das ewige Eis und die Gletscher zurück. Diese Gletscher spielen eine wesentliche Rolle im Kreislauf des Wassers. Sie speichern das Wasser, der Monsunregen, als Eis und geben es im Sommer mit der Schneeschmelze wieder frei. Die Gletscher des Himalaya sind die Quelle für alle großen Flüsse Asiens. Den Indus, den Ganges, den Mekong, den Jangtsekiang. 2 Milliarden Menschen sind von ihnen abhängig, wegen des Trinkwassers und zur Bewässerung der Felder, wie in Bangladesch. Im Delta von Ganges und Brahmaputra gelegen, ist Bangladesch sowohl von den Geschehnissen im Himalaya als auch vom Steigen der Meeresspiegel direkt betroffen. Das zu den bevölkerungsreichsten und ärmsten Ländern gehörende Bangladesch leidet schon unter der globalen Erwärmung. Den Auswirkungen von Flutkatastrophen und Wirbelstürmen könnte 1/3 der Landmasse zum Opfer fallen. Angesichts einer derartigen Zukunft werden die Menschen ihre Heimat aufgeben. Auch reiche Länder bleiben nicht verschont. Trockenperioden werden immer häufiger. In Australien ist die Hälfte des Farmlandes bereits betroffen. Wir sind dabei, das Klimagleichgewicht zu zerstören, das über 12.000 Jahre lang die Grundlage menschlicher Entwicklung war. Immer häufiger bedrohen Brände große Städte. Auch sie verstärken die globale Erwärmung. Wenn Bäume brennen, geben sie Kohlenstoff frei. Das natürliche Kontrollsystem unseres Klimas ist ernsthaft gestört. Die Elemente, aus denen es besteht, sind aus dem Gleichgewicht geraten. Hat unser Planet begonnen, sich selbst zu verbrennen? Die Uhr des Klimawandels tickt auch für diese großartigen Landschaften. In Sibirien, wie auch in anderen Teilen der Welt, ist es so kalt, dass der Boden ständig gefroren ist. Permafrost. In diesem Boden lagert eine klimatische Zeitbombe. Methan, ein Treibhausgas, 20-mal gefährlicher als Kohlendioxid. Wenn der Permafrostboden auftaut, könnte entweichendes Methan den Treibhauseffekt außer Kontrolle geraten lassen. Mit Konsequenzen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Wir wären buchstäblich auf unerforschtem Gebiet. Die Menschheit hat vielleicht noch 10 Jahre Zeit, die Reise in dieses Gebiet zu verhindern. In ein Leben auf der Erde, wie wir es nie gekannt haben. Wir haben Erscheinungen geschaffen, die wir nicht kontrollieren können. Seit den Anfängen sind Wasser, Luft und die Formen des Lebens eng miteinander verknüpft. Wir haben diese Verknüpfungen unterbrochen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir müssen akzeptieren, was offensichtlich ist. Alles, was wir gesehen haben, sind Auswirkungen menschlichen Verhaltens. Wir haben die Erde nach unserer Vorstellung geformt. Wir haben wenig Zeit für Veränderungen. Wie kann dieses Jahrhundert die Last von 9 Milliarden Menschen tragen, wenn wir uns weigern, Rechenschaft über unser Tun abzulegen? Wir zahlen für unser Tun einen hohen Preis. Oft zahlen ihn andere für uns, unschuldige Menschen. Ich habe in der Wüste Flüchtlingslager gesehen, so groß wie Städte. Wie viele Männer, Frauen und Kinder werden wir morgen am Straßenrand zurücklassen? Müssen wir immer Mauern bauen, um die Kette der menschlichen Solidarität zu unterbrechen, um Menschen zu trennen, um das Glück einiger vor dem Elend der anderen zu schützen? Es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Ich weiß, dass ein einzelner Mensch in der Lage ist, jede Mauer niederzureißen. Es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Weltweit besuchen 4 von 5 Kindern eine Schule. Niemals gab es Bildung für so viele Menschen. Jeder, ob reich oder arm, kann einen Beitrag leisten. Lesotho, eines der ärmsten Länder der Erde, investiert überdurchschnittlich viel in die Bildung seiner Menschen. Katar, einer der reichsten Staaten, hat sich den besten Universitäten geöffnet. Kultur, Bildung, Forschung und Entwicklung sind unerschöpfliche Ressourcen. Millionen Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen beweisen, dass die Solidarität zwischen Menschen stärker ist als der Egoismus von Staaten. In Bangladesch gründete ein Mann eine Bank, die Geld nur an Arme verleiht. In kaum 30 Jahren hat sich so das Leben von 150 Millionen Menschen geändert. Die Antarktis ist ein Kontinent mit gewaltigen Naturschätzen, die kein Land für sich allein beanspruchen darf. Sie sollten dem Frieden und der Wissenschaft vorbehalten bleiben. Ein Abkommen zwischen 49 Staaten hat sie zu einem Schatz für die ganze Menschheit gemacht. Es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Regierungen haben gehandelt, um 2% ihrer Hoheitsgewässer zu schützen. Das ist nicht viel, aber zweimal mehr als vor 10 Jahren. Die ersten Nationalparks wurden vor 100 Jahren gegründet. Heute bedecken sie 13% des Festlands. Hier ist das menschliche Handeln im Einklang mit der Erhaltung der Arten, des Bodens und der Landschaften. Dieser Einklang von Mensch und Natur könnte die Regel sein und nicht die Ausnahme. In New York nutzt man die Möglichkeiten der Natur. Diese Wälder und Seen versorgen die gesamte Stadt mit Trinkwasser. In Südkorea waren die Wälder vom Krieg heimgesucht worden. Dank eines Wiederaufforstungsprogramms bedecken sie wieder 65% des Landes. Weltweit werden 75% des Papiers recycelt. Costa Rica hat sich gegen Militärausgaben und für den Naturschutz entschieden. Das Land hat keine Armee mehr. Die Mittel werden für Bildung, die Förderung des Ökotourismus und den Schutz des Urwaldes eingesetzt. Gabun ist einer der wichtigsten Holzproduzenten. Das Land fördert den selektiven Einschlag. Nur ein Baum pro Hektar. Die Wälder sind der wichtigste Rohstoff des Landes. Jetzt haben sie Zeit zur Regeneration. Förderprogramme machen eine nachhaltige Forstwirtschaft möglich. Sie sollten zur Pflicht werden. Zwischen Konsumenten und Produzenten muss Gerechtigkeit herrschen. Wenn der Handel fair ist, wenn die Käufer und Verkäufer profitieren, kann jeder Mensch in Würde leben. Wie kann es Gerechtigkeit geben zwischen Menschen, die ihr Land mit bloßen Händen bearbeiten, und denen, die ihre Ernte mit Maschinen und Staatshilfen einfahren? Wir müssen verantwortungsvolle Verbraucher werden. Es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Ich habe Landwirtschaft nach menschlichen Maßstäben gesehen. Wir könnten die ganze Erde ernähren, würde das Getreide nicht der Fleischproduktion, sondern den Menschen zugutekommen. Ich habe Fischer gesehen, die darauf achten, was sie fangen, und den Reichtum der Meere wertschätzen. Ich habe Häuser gesehen, die ihre eigene Energie produzieren. 5000 Menschen leben im ersten umweltfreundlichen Stadtteil von Freiburg. Andere Städte folgten dem Beispiel. Mumbai ist die 1000. Die Regierungen von Neuseeland, Island, Österreich, Schweden und anderen Nationen geben der Entwicklung erneuerbarer Energien oberste Priorität. Ich weiß, dass 80% unseres Energieverbrauchs durch fossile Rohstoffe gedeckt werden. Allein in China werden jede Woche 2 neue Kohlekraftwerke gebaut. Aber ich habe in Dänemark auch den Prototyp eines Kraftwerks gesehen, das den Kohlenstoff in die Erde abgibt und nicht in die Luft. Eine Lösung für die Zukunft? Vielleicht. Ich habe in Island ein Kraftwerk gesehen, das durch geothermale Energie gespeist wurde. Ich habe eine Seeschlange gesehen, die die Kraft der Wellen absorbierte, um Elektrizität zu erzeugen. Ich habe vor der Küste Dänemarks Windparks gesehen, die 20% des nationalen Energiebedarfs produzieren. Die USA, China, Indien, Deutschland und Spanien investieren am stärksten in erneuerbare Energie. Über 2,5 Millionen Arbeitsplätze sind dadurch entstanden. Der Wind weht überall auf der Erde. Ich habe diese Anlagen in der Gluthitze der Wüste gesehen. Alles auf der Erde ist miteinander verbunden. Die Erde ist mit der Sonne verbunden, ihrer ursprünglichen Energiequelle. Kann der Mensch nicht Pflanzen nachahmen und die Energie der Sonne einfangen? In einer Stunde schenkt die Sonne der Erde die Menge an Energie, die die gesamte Menschheit in einem Jahr verbraucht. Solange es die Erde geben wird, wird es auch diese Energie geben. Wir müssen aufhören, in der Erde zu bohren und unseren Blick zum Himmel wenden. Wir müssen lernen, die Sonne zu zähmen und zu nutzen. All diese Experimente sind nur Beispiele, aber sie stehen für ein neues Bewusstsein. Sie sind Zeichen für ein neues menschliches Abenteuer, das auf Angemessenheit, Intelligenz und Teilhabe beruht. Wichtig ist nicht, was verloren ist, sondern was bleibt. Wir stehen an einem Scheideweg. Wir alle tragen einen Teil der Lösung in uns. Vielleicht leben wir nicht im gleichen Land und haben nicht die gleiche Lebensauffassung. Es ist jedoch Zeit, gemeinsam zu handeln. Lasst uns retten, was uns blieb. Wir müssen diese neue Herausforderung annehmen. Was wir hier sehen, ist mehr als eine Landschaft. Es ist das Antlitz eines Planeten, den wir lieben, die Erde. Es soll uns daran erinnern, dass wir ihr Schicksal noch in den Händen halten. Also, worauf warten wir?